Hallo, meine Lieben, hier bin ich nochmal. Und zwar wollte ich mit euch jetzt diese zwei Kinder-Joys hier aufmachen. Funko Harry Potter Kinder-Joy. Die zwei hier mache ich mit euch jetzt auf. Ja, da könnte eine Figur drin sein. Und hier auch. Und diese drei, hoppala, ja genau, fall mal runter. Diese drei hier, die machen wir in einem separaten Video auf. Und diese zwei machen wir jetzt auf. Ich bin total gespannt. Wir haben 20 vor 11 abends. Ich habe mich noch gar nicht umgezogen. Ich habe mit meinem Mann eben gerade Abend gegessen. Ich wollte aber unbedingt wissen, was jetzt hier drin ist. Deswegen gucken wir jetzt mal. Ja. Ich hab sie. Die fehlt mir nämlich auch, genau. Jo. Und zwar habe ich hier dieses Mädel. Die hat mir nämlich auch noch gefehlt. Okay. Ja, das hier, das Hubbala, das brauche ich nicht, ne? Und das Bändchen, das schmeiße ich weg. Weil ich habe mit den Figuren hier was anderes vor, werde ich euch aber zeigen. Gut, jetzt habe ich das Mädel da auch. Hier die Süßigkeiten-Dinger, hier werde ich natürlich mit meinem Mann teilen. So, gucken wir mal. Ja, wie geil ist das denn? Und jetzt habe ich die Professor, ich weiß gar nicht, wie heißt die nochmal, die den Kindern das Fliegen beibringt. Hier habe ich sie. Jetzt würde ich doch schon gerne in die anderen drei reingucken. Sollen wir was machen? Ich kann ja morgen nochmal neue kaufen. Komm, wir machen die jetzt noch auf. Ich bin jetzt total gespannt. Jetzt, das Band schmeiße ich auch weg. Muss ich mal gerade gucken. So, also, jetzt fehlt mir noch Professor Dumbledore, Harry Potter normal, also nicht in Gold, den habe ich ja jetzt, Hermine Granger fehlt mir noch mit dem Schal, ich habe ja die von letztem Jahr, Hagrid fehlt mir, dann fehlt mir, ja, Professor Dumbledore, dann dieser Junge hier und hier der Merfoy. Okay, komm. Wir machen sie jetzt auf. Ich will's wissen. Ich will's wissen. Ich will's einfach wissen. Ach, komm. Scheiß drauf. Wir machen sie auf. Und die rappeln alle. Da dürften Figuren drin sein. Okay. Wir schauen. Okay, ich kann sehr wahrscheinlich dann meiner Abonnentin da helfen. Ich habe das Mädel mit dem Löwenkopf nochmal. Ich werde aber zuerst, sei mir bitte nicht böse, aber ich werde zuerst in meiner Family fragen, weil meine Family sammelt die nämlich auch. Ne? Und wenn ich da jetzt jemanden helfen kann, der den hier sucht, klar gebe ich dann meiner Family weiter. Aber wenn ja keiner von meiner Family jetzt mehr braucht, dann melde dich bei mir bitte, gib mir per E-Mail deine Adresse durch und dann schicke ich dir den zu. Okay. Machen wir den nächsten. Okay. Ich hab den goldenen Harry Potter nochmal. Nicht schlimm. Das habe ich schon zweimal. Ist ja egal. Harry Potter in Gold. Hab ich ihn nochmal. Okay. Okay. Unser letztes. Ach, bitte lass mich da Professor Dumbledore drin haben. Bitte. Nee, habe ich nicht.
Muss man gerade gucken. Was ist das überhaupt? Okay, warte mal. Ich muss mal gerade gucken. Das ist ein Gesichtchen. Na, jetzt klebt es aber schief drauf. Ja, super. Krieg ich es nochmal runter. Oh nein. Bitte nicht kaputt gehen. So, jetzt ist aber gerade. Und zwar ist halt hier, glaube ich, dieses Löwenmädchen, aber als Band. Was kann man damit machen? Steht das irgendwie bei? Ah ja. Hier kann man gucken. Das kann man an den Rucksack machen. Mit der Schlaufe hier hinten, da oben. Und dann kann man das ja hier mit auf und zu machen. Oder aber man kann das holen, um sein Handy-Ladekabel. Guckt hier. Um sein Handy-Ladekabel dran zu machen, damit das nicht verknotet. Ja, und ich werde das sehr wahrscheinlich für mein Handy-Ladekabel holen. Ich werde mein Handy-Ladekabel zusammen machen, werde das hier dann drum machen und dann zumachen, damit mein Handy-Kabel nicht mehr so durcheinander darum hängt. Ja, auch cool. Hätte mich aber eher um eine Figur gefreut. Umso froher bin ich ja, ich habe zwei Figuren, die ich definitiv ja noch brauche. Diese beiden hier. Da bin ich ja wirklich sehr, sehr froh. Ja, und jetzt habe ich hier den goldenen Harry Potter nochmal. Doppelt ist aber nicht schlimm. Den werde ich unten in mein Zimmer stellen. Und einmal brauche ich ja für diese Bastelidee, die ich ja vorhabe. Und mit dem hier, den ich doppelt habe jetzt, werde ich zuerst in meiner Family nachfragen. Und wenn der von meiner Family keiner mehr braucht, dann werde ich ihn der lieben Abonnentin weitergeben, die mich gefragt hat, ob ich den doppelt hätte. Gell? Aber das wirst du ja jetzt hier im Laufe der Tage ja mitbekommen. Da werde ich dann mit Sicherheit dann erzählen und sagen, ob der von meiner Family noch jemanden braucht oder halt eben nicht. Und wenn nicht, dann kannst du mir per E-Mail deine Adresse zukommen lassen und dann werde ich dir den Kleinen hier zukommen lassen. Ist ein Mädel. Ja, dann werde ich ihn dir zuschicken. Jetzt weiß ich gar nicht. Brauchst denn du das Bändchen dazu? Ich werde das Bändchen einfach mal mit dazu packen dann. Aber wie gesagt, ich frage erstmal meiner Family nach. Und falls die es nicht brauchen, dann werde ich das dann dir schicken. Ich behalte das Bändchen aber trotzdem dann mal. So, genau. Okay. Ja, hier die Süßigkeiten hier. Die werden jetzt jeden Tag eine Leckerei. Werde ich mit meinem Mann teilen. Und ja, ich werde mir hundertprozentig morgen nochmal hier so ein Dreierding, glaube ich, holen. Ja, da kommt man, glaube ich, günstiger weg. Weil ich habe für die drei, habe ich jetzt 3,19 Euro bezahlt. Und normalerweise kostet ja eins beim Lidl schon 1,19 Euro. Und da komme ich definitiv günstiger weg, wenn ich diese Dreierpakete hole. Ja. Was man alles so an Figürchen und alles so sammeln kann, gell? Wie verrückt man danach sein kann. Aber, naja, ist halt eben so, ne? Und man muss ja auch sagen, es ist Harry Potter. Ja, und das sind echt schöne Funko-Pop-Figuren.
Und ich finde die nice. Auf jeden Fall bin ich jetzt auf jeden Fall schon mal froh, ich die. Ich weiß gar nicht, wie heißt die eigentlich? Professor? Die bringt den Kindern auf jeden Fall das Fliegen bei, das weiß ich. Aber ich weiß jetzt, ich konnte mir ihren Namen nicht merken. Und wie sie heißt, weiß ich leider auch nicht. Wenn einer von euch weiß, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, jetzt fehlen uns ja nur noch Hermine Granger mit dem Schal. Professor Dumbledore, oh, den will ich unbedingt. Dann fehlt uns Hagrid. Dann fehlt uns Harry Potter normal. Dann fehlt uns dieser Knabe hier in der Mitte. Und uns fehlt hier der Blondschopf hier, der. Sag schnell. Ich komme jetzt nicht drauf. Ich habe den Namen doch eben gerade noch genannt. Es ist schon spät. Und normalerweise liege ich um die Uhrzeit 10 vor 11, halb 12 schon längst im Bett. Ich komme jetzt echt nicht mehr auf den Namen. Ich habe es noch eben gerade noch gesagt. Oh mein Gott, ich bin müde. ja, auf jeden Fall geht die Suche weiter nach den anderen hier. Ich bin gespannt, ob wir es zusammenkriegen. Ich hoffe es. Aber wenn von euch, lieben Abonnenten, die Figuren doppelt hat, die ich noch brauche, dann wäre ich auch sehr, sehr, sehr froh, wenn ihr mir die zukommen lassen könntet. Das wäre super nice. Mir fehlt, wie gesagt, noch der Harry Potter normal, dann Hermine Granger, Professor Dumbledore, dann fehlt mir Hagrid, dann dieser Junge, der junge Mann hier mit dem gelben Anzug und hier der Blondschopf. Auf den Namen ich nicht mehr komme. Genau. Wenn ihr die doppelt haben solltet, wäre ich euch sehr, 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 sehr dankbar, wenn ihr mir die zukommen lassen könntet. Vielleicht. Wenn ihr die doppelt habt und die nicht mehr so dann braucht oder so, wäre ich sehr froh, wenn ihr mir die zukommen lassen könntet. Ne? Genau. Könnt mir dann per E-Mail schreiben. Ja, und das hier mache ich an mein Ladekabel fest, wie gesagt. Okay, ich räume jetzt mal hier den Müll weg und die Schoggi mal hier weg. Meine Figürchen hier räume ich mal da hinten rüber. Und dann würde ich sagen, wenn euch mein Video mit meinen Harry Potter Funko Pop hier gefallen hat, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Er Däumsche, ihr seid Räumsche. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr keins meiner Videos. Und dann würde ich sagen, passt gut auf euch auf, denn das tue ich auch. Bleibt gesund und bis dahin. Ciao!